Hallo und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Heute zeige ich euch, wie man dieses coole Armband hier aus Bast machen kann. Das eignet sich super als Freundschaftsbändchen oder natürlich auch als Fußbändchen. Man kann es auch ganz lang machen als Gürtel. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. Und wenn ihr sehen wollt, wie das geht, dann schaut jetzt. Ihr braucht 3 Fäden von dieser Paketschnur, die sind jeweils 90 cm lang und einen Faden, das ist ein normales Baumwollgarn und das ist auch 90 cm lang. Außerdem eine Schere und ein Stückchen Klebeband, um das Armband gleich am Tisch zu befestigen. Ich nehme alle 4 Fäden so zusammen und halbiere sie dann. Und hier oben mache ich dann so eine kleine Schlaufe und einen Knoten. Die Schlaufe befestige ich dann hier am Tisch. Und jetzt nehme ich die beiden farbigen Bänder zusammen. Die zählen ab jetzt als ein einzelner Faden und die anderen, die zählen einfach auch als Faden. Also habe ich jetzt insgesamt hier 7 Fäden. Das sind 6 so braune oder so Packschnurfäden und ein Faden Baumwollgarn. Eigentlich egal, an welcher Stelle dieses lilane Band ist, es geht einfach los. Ich fange an einer Seite an und mache den Faden über den einen Faden, dann unter den nächsten Faden, über den nächsten, unter den nächsten, über den nächsten und unter den nächsten. Dann geht es wieder hier links los mit dem zweiten Faden. Der kommt jetzt über, unter, über, unter, über und unter den Faden. Jetzt ist der nächste Faden hier vorne an der Reihe. Jetzt wieder über, unter, über, unter, über, unter. Der Faden, den man da so durchgefädelt hat, der ist dann einfach immer wieder der letzte Faden hier in der Reihe. Jetzt ist bei mir schon mittlerweile der lilane dran. Den muss ich auch jetzt als nächstes... Obwohl, ich glaube, ich muss noch mal gucken. Genau, der lilane ist doch noch nicht dran. Hier ist noch ein anderer, der vorher dran ist. Und den führe ich auch über. Unter... über, unter, über und unter. Das Ganze muss man immer gut festhalten, damit es schön stramm ist. Ich zoome schon mal ein bisschen ran. So sieht es schon aus. Ich habe übrigens hier noch ein bisschen Glitzer auf dem Tisch, falls ihr euch wundert. Und jetzt ist der lilane an der Reihe und damit geht es jetzt auch ganz normal weiter. Drüber, drunter, drüber. Aber man darf die Fäden nicht verwechseln. Also immer schön in der Reihenfolge lassen.
und der nächste ist jetzt hier dran. Und es geht eigentlich immer wieder gleich. Also ich führe immer den einen Faden, webe ich sozusagen zwischen den anderen Fäden her. So, und wenn ich jetzt so weit gekommen bin, dass es einmal um meinen Arm rumpasst, so, ihr seht es gar nicht, so, es passt einmal um meinen Arm rum, dann mache ich jetzt hier unten so einen Knoten rein. So, das Klebeband oben losmachen und fertig ist das Armband. Ich finde, es sieht total schön aus, wie aus Stroh geflochten, dazwischen dieses lilane Band im Zickzackmuster. Mir gefällt das wirklich richtig gut. Man kann jetzt einfach hier am Ende das ein bisschen trennen und ein paar Fäden hier durchziehen. Durch die Schlaufe. Und das Ganze dann hier verknoten. So. Entweder macht man eben einen Doppelknoten und schneidet das Ende dann ab. Oder man kann natürlich auch, wie ich euch das schon in einigen Videos gezeigt habe, hier unten an die Enden noch kleine Zöpfe sozusagen flechten. Jetzt kriege ich es nicht wieder auf, weil ich schon so einen guten Knoten gemacht habe. Ich schlüpfe einfach mal so durch. So, man kann natürlich auch, so wie ich es eben schon gesagt habe, hier ein paar Schnüre, hier drei und hier dann vier verflechten. Dann hat man hier rechts und links nochmal so ein Bändchen und dann kann man ein Bändchen durch die Schlaufe ziehen und einen Knoten machen oder eine Schleife und dann kann man es leicht dahinter wieder aufmachen. Oder man knotet es sich eben richtig fest rum, weil das ist ja aus so einem festen Material, damit kann man auch duschen und das hält so eine Zeit lang. Ist auch schön als Fußbändchen für den Sommer. Mir gefällt das wirklich richtig gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet und ob ihr das eher als Armband oder als Fußband tragen würdet. Und ob ihr die Technik schon kanntet. Also es ist eigentlich wie Flechten, nur eben mit ganz vielen Bändern. Und dadurch entsteht dann eben so ein schickes Freundschaftsbändchen. Ja, wenn es euch gefällt, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Schaut auch meine anderen Videos, die vielen anderen Freundschaftsbänder, Armbänder oder die ganzen anderen Bastelvideos. Schaut einfach rein. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr ihn ja gerne abonnieren. Da freuen wir uns drüber. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!